Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Ja, und wir haben in der letzten Folge überall Abschied genommen, soweit es geht. Und so langsam kann ich mich nicht mehr davor drücken, dass wir so langsam natürlich Away verlassen. Und das wollen wir jetzt dann auch mal tun. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Yeah. Kinda sad. I know. Are we leaving yet? We have to, and I know. Come here. Mom, I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Well, Sean, this is it. Oha. Oha. Dass wir jetzt eine Entscheidung kriegen, da habe ich irgendwie gar nicht mit gerechnet. Ja, und wir haben gerade gesehen, wie schwer es Daniel fällt, seine Mutter zu verlassen. Und trotzdem ist der kleine Junge echt, also er zeigt wirklich, wirklich Größe, umarmt sie, sagt ihr, dass er traurig ist und sie vermisst, wird aber freien Stückens quasi mit Sean gehen. Also das finde ich schon echt bemerkenswert, wie, also da zeigt sich einfach, wie erwachsen Daniel wirklich geworden ist. Ja, wollte ich nur mal kurz bemerkt haben. Und ja, wir haben jetzt die Entscheidung, Karen nicht zu umarmen oder Karen zu umarmen. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Entscheidung ist relativ einfach. Wir werden sie umarmen, weil wir sind, ja, wie soll ich sagen, in der Zeit so zusammengewachsen in diesem Monat oder ein bisschen über dem Monat, wo wir jetzt zusammen waren. Und ich glaube, es ist klar, dass Sean seiner Mom irgendwo verziehen hat. Deshalb werden wir sie auf jeden Fall umarmen. Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Ach je, ich hasse auch Abschiede. Alle kommen sie noch mal an. Aber wenigstens haben wir jetzt einen schönen Abschied. Also, das heißt schön. Aber wir konnten uns in Frieden von allen verabschieden. Take care, boys! Stay safe! Nicht wie letzte Mal, wo wir durch den Unfall, sage ich mal, getrennt wurden. Bye, everybody! Nun sind die Wolfsbrüder wieder zusammen unterwegs. Ach je. Mensch, dieses Spiel ist immer so emotional, dass ich am Anfang der Folge schon fast wieder heulen muss. Aber ich freue mich eigentlich für die beiden. Eigentlich freue ich mich, dass sie jetzt fast am Ziel sind, eine so schöne Zeit mit ihrer Mutter hatten und sie kennenlernen durften und die ganzen anderen vielen netten Menschen. Und ich hoffe für die beiden, dass sie doch irgendwann wiedersehen. Hey, is something wrong?
We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. How long can we live there? Nun ja, da hat Daniel natürlich recht, aber ich selber muss zu bedenken geben an Daniel, auch wenn er mich jetzt nicht hören kann. Wir waren überall fremd, egal wo wir jetzt den ganzen Weg hingekommen sind. Wir waren immer irgendwo Fremde und haben uns an neue Gelegenheiten, an neue Situationen anpassen müssen, an neue Menschen, die wir kennengelernt haben, haben schöne und auch natürlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb sollte man eigentlich positiv an die Sache rangehen. Wir leben wie Könige, ja, das wäre schön, aber ich glaube, da sollten wir nicht übertreiben. Kein Weglaufen mehr, das können wir leider gar nicht versprechen. Aber es wird vielleicht ein neues Zuhause sein für die beiden. Und quasi ein Neustart in ein neues Leben. Deshalb nehmen wir jetzt mal, es ist ein neues Zuhause. As long as we want. We have a house there. That's what Dad wanted, and I know. So, what are we gonna do for money and stuff? Ja, ich besorge mir einen Job und keine Sorge. Ja, gut. Beides in Ordnung. Irgendwie sind wir ja auch unterwegs immer wieder an Geld gekommen. Und wenn wir erst ein Haus haben, wie er schon sagte, und ein Zuhause haben, dann denke ich schon, dass man sich da irgendwie einen Job suchen kann. Deshalb, ja, nehmen wir mal das. I get a job, man. It won't be hard. You can probably go to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? Ach, das kann man doch alles lernen. Ich bringe es dir bei, jeder mag dich. Beides gut. Also offensichtlich, egal wo sie hingekommen sind, ist Daniel akzeptiert worden. Alle mochten ihn. Er ist ein, ja, trotz der ganzen Situation ein fröhliches Kind. Und ja, ich möchte beides antworten. Aber ich gehe mal davon aus, dass der große Bruder hier wieder sagt, komm, ich helfe dir, ich bringe dir das bei, das wird schon. I'll teach you, man. You think so? That's cool. You fit in everywhere we go. And we'll get to hang out too. Well, that sounds okay. I guess. Daniel, I get scared too, you know? But we'll be fine. Okay. I trust you. Bedeutende Worte. Ich vertraue dir. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen nach all dem, was passiert ist.
Ich bin jetzt echt gespannt, was uns da alles noch erwartet. Ich hoffe, dass es wirklich eine angenehme Zeit wird und dass die Polizei uns da nicht so schnell findet. Auf der anderen Seite, wir kennen das Spiel alle. Dude, it's just a giant fence. Except it won't keep us in. All units be advised. After the raid on Away, there was no sign of Sean and Daniel Diaz. We believe they left within the past few hours. The two brothers are still considered armed and dangerous. Proceed with caution. Oh no. Sean, why would they arrest Mom? Why? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. I hope so. Why can't they just leave us alone? They're going to. Once we're over that fucking wall. Ja, und das ist unfassbar, was die Polizei da verbreitet. Sie sind bewaffnet und gefährlich und alles. Das ist schon richtig heftig. Wir reden hier von einem 10-jährigen Jungen. Neun oder zehn. Und Sean ist vielleicht 16. Why would they build this? Well, you know, it's a border, man. Is there a wall like this up north? Nah. Not really. So, why did they build one here? I don't know, Daniel. That sucks. Ja, und ich würde mich als erstes hier doch erstmal wieder ein bisschen Mexico's the other way, umschauen. Dude. Okay, da sind die Grenzen. Is Dad's house in Mexico going to be totally trash, or what? I'm sure it is. Whatever. That's a good project for us, right? I know. It's gonna be super easy with my power. Okay, aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Jedenfalls sehe ich auf Anhieb nichts. Trotzdem mal einmal kurz hier rumrennen. This is the opposite of Seattle. We're at the end of America. Ja, und die Mauer hier oder der Zaun ist schon echt. Oh, hier ist ein Strauch. Ich häng fest. Ja, und hier drumherum scheint wirklich nichts mehr zu sein. Dann schauen wir uns jetzt mal die Mauer an. Shit. I didn't think there'd be more than a barbed wire fence out here. Ja gut, das ist doch ein bisschen mehr als ein Stacheldrahtzaun, aber das ist ja eigentlich kein Problem für uns. Wir können ja Daniel bitten, das zu zerstören, damit wir auch mit dem Auto durchkommen. Wozu hat man Zauberkräfte? So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it. Wie mega groß die ist, wenn man die Größe der Jungs bedenkt. Und dann diese Mauer davor, wenn man da wirklich vorsteht. Puh. Dude, it's hard. I can't. It's all right. Take your time.
right, Super Wolf? Almost. It's okay. It's okay. Just breathe. Shh. Breathe. We did it! We fucked that shit up. Yes! Und Daniel hat's geschafft. It's all thanks to you. It's gonna be all right now. You've done the hardest part. Thanks for taking me down here, Sean. Nah. We did it together, man. Come on. Let's go back to the car. Oh, man. Oh, I cannot wait to go swimming in the ocean. That would be cool if we could just walk to the beach. Möchte gar nichts sagen. Guckt euch das an. Der Blick in, ja, für die beiden, in die Freiheit. Same scenery. Different country. Man kann jetzt einfach durchlaufen. Das war eine Mordsanstrengung für Daniel. Only a couple of hours. You know what? You can ask that question once more. Once. Okay, okay. I just can't wait. So, und ich wollte mich erst nochmal hier auch ein bisschen umschauen, not aber going to Porto Lobos on foot. Zu Fuß schaffen wir es natürlich nicht. I'm melting. Can't risk it. I gotta go back to the car quick. Okay, okay. Dann gehen wir zurück zum Auto. Das hast du wirklich, wirklich gut gemacht, Daniel. Alright. Time to head back to the car. Wir sollen zurück zum Auto. Gehe ich mal von aus, dass das unser Ziel ist. It'll be Daniel! Daniel! Daniel, talk to me! Daniel! Talk to me! Alter! Oh, no, no way, not now! Daniel! Hey! Who are you? Did you shoot my brother? Hey! Oh shit, Madison! I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well, Daniel! Is he? He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Daniel! So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait, wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. Mein Gott. It's not legal to blow up walls. That's called terrorism. Entschuldigt, ich kann nicht. Ich kann gar nicht reagieren. Do we look like terrorists? We're just kids. Not after you blow a wall up. So tell me the plan. You're not cops. You can't arrest us. No, but we work with them. And they sure appreciate our help. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. No. Still bleeding. Don't touch him. Get off. Gottes Willen. Leute, ich kann gar nicht mehr atmen. What the fuck? Get it off! Stop! Get it off! Jesus! What the fuck is going on? Where's Spencer? He's off duty today. Why? Listen, we have a deal, he knows. Yeah, I heard about this crap.
not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? What? They're illegals! Fuck's sake! What'd I say? Okay. Take a breath. You okay now? Daniel! What? I'm sorry, are you Sean? Sean Diaz? You're under arrest. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigt, aber ich hab mich so erschrocken, mir fehlen einfach die Worte. Es wäre auch zu einfach gewesen. Gott, ich glaube, ich muss mich von dem Schreck erstmal erholen. Und jetzt sind wir doch verhaftet worden. Und was ist mit Daniel? Der Typ sagte zwar nur einen Streifschuss, aber... Wie können die auf ein Kind schießen? Ich raff's nicht. Don't look at me. ¿Estás bien? Sí. Yo soy Diego. Mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es... es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños.